Hallo meine Zuschauer und weiter geht es. Wir werden, wollen jetzt mal versuchen herauszufinden, diesen Tempel der Millionen Jahre zwischen Löwenen. Warte mal, sieht das da nicht aus wie ein Löwe? Ja doch, da vorne ist das doch. Gehe ich mal von aus jetzt, also denke ich mir mal, vermute ich mal. Weil das sieht ja aus wie Löwen. Wow. Hier nicht. Okay, gut. Wieder böse Buben und dann noch ein Löwe dabei. Da. So, warte mal. Ja. Hey. Was gefunden? Was? Du hättest nicht herkommen sollen. Du kannst nicht fliehen. Dafür lass ich dich leiden. So, die anderen sind auch abgefackelt, oder wie? Okay, warte mal. Da ich ja jetzt aber keine Brennbomben mehr habe, nehme ich jetzt mal Schlafpfeile. Okay. Ja, nee, also für mehr Materialien, da will ich nicht. Mir ist es wichtiger, Gesundheit, Nahkampf und letztendlich auch Fernkampf, Schaden und die Klinge. Okay, für die Klinge brauche ich ja eh nur Metall. Warte mal. So, das ist jetzt Pelz, ja. Also haben wir hier, komm hier, weg damit. So, da, gut, ja, nee. Da brauche ich Pelz für, hier brauche ich Pelz für. Ja, das ist mir dann wichtiger. Ich hippe Pelz dir lieber auf für Gesundheit und Nahkampfschaden. Ne? Okay. Was wollten die Priester mit ihrer letzten Zeremonie erreichen vor so langer Zeit? Ach, noch eine, die sagt, die wäre auch tot, hatte ich gedacht. Nee, die ist auch nicht tot. Aber jetzt ist sie tot. Da gibt's hier noch. Gibt's hier noch mehr Schlangen? Also was Schlangen angeht. Diese Männer. Sie waren Wap-Priester. Wurden sie getötet? Oder haben sie ihr Schicksal selbst gewählt?
jetzt? Ja, keine Ahnung. Oder? Irgendein altes Gebräu ist längst vertrocknet. Ein Gebet. An Sachmet. O löwenköpfige Herrin des Feuers, Tochter des Re, Königin der zwei Länder, Herrscherin über das Haus der Waagschalen, Meisterin von Apophis und Amit. Sie, die zerstört, wir beschwören dich in all deinem Namen und an all deinen Plätzen und machen dir diese Stadt zum Geschenk. Blase die Wüste über sie und verschlinge sie, nimm sie als Ganzes. Halte im Gegenzug deine verheerenden Kräfte von den Pharaonen und dem restlichen Ägypten fern. Hat wahrscheinlich nicht so geklappt, ne? Die Göttin des Gemetzels. Dieser Ort war also Sachmet geweiht. Letopolis war doch die Stadt von Horus. Letopolis wurde von unseren Ahnen den Göttern geopfert, sodass der Rest des Nils dem Reich der Menschen gehören konnte. Diese Priester haben die, vor der alles Böse erzittert, beschworen und um ihren Schutz gebeten. Indem sie das Gebräu tranken, übergaben sie Sachmet ihr Leben und ihre Stadt. In ihren Augen wäre Tahakas Projekt ein Sakrileg. So, dann mal gut, dass ich ihn platt gemacht habe, ne? Sprich mit Nihin. Gut, dann wollen wir mal zurückrennen. Der Wind frischt auf und nimmt den Sand mit. Okay, mein Kamel ist ja immer noch da. Gewöhne mich daran, mit diesen Symbolen zu leben. Nebelfer ist sogar zum Essen vorbeigekommen. Hast du etwas herausgefunden? Das habe ich. Aber ich denke, es wird dir nicht gefallen. Ein Fluch! Ich wusste es! Nein, nicht ganz. Letopolis war ein Opfer an Sachmet. Zum Schutz der Menschen am Nil. Wir haben die Göttin des Gemetzels verärgert. Kein Wunder, dass der Sand sich immer höher auftürmt. Sie will die Stadt zurück. Sind die Verantwortlichen blind oder wahnsinnig? Ich bleibe sicher nicht hier. Vielleicht kommt Nebefer mit mir mit. Was machst du? Mein Aufenthalt hier ist von kurzer Dauer. Du warst freundlich zu mir, als andere es nicht waren. Vielleicht werden wir uns eines Tages wieder über den Weg laufen. Okay. Aber... diesen einen Fähigkeitspunkt, ja, ich muss ja jetzt erstmal sammeln. Da geht nur 2, da brauche ich 3 für. 2. Da brauche ich auch 3 für, Okay, den kann ich für ein erlernen. Okay, gut, dann nehmen wir die jetzt einmal auf. Fertig. So, warte mal, du kannst Herstellungsmaterialien in Geschäften kaufen, Schmiede und Weber verkaufen unterschiedliche Materialtypen. Ja gut, dann brauchen wir vielleicht nicht mehr so viel jagen oder so. Du kannst Ausrüstung von seltener Qualität in Geschäften kaufen. Ja, das muss ich natürlich auch mal haben, ne? Ja, gut. So, haben wir jetzt hier so Feines. Weg damit. Weg damit. So. Okay.
Was haben wir denn jetzt hier so Feines? Ja gut, da kann ich mich drum kümmern, wenn ich Stufe 35 bin. 20, 21, 18. Die alte Bibliothek. Erkunde das Ostufer des Nils. Okay, dann wollen wir mal. Okay, da komme ich jetzt hier von 21, ja, gut. Gut, dann... Okay, haben wir hier zufällig irgendwie ein kleines Schiff? Ah ja, da vorne. Gleich mit Proviant und allem drum und dran, wunderbar. Ich frage mich jetzt gerade, ob das vielleicht auch mal Sinn macht, einfach mal hier so ein Schiff zu kapern und einfach mal alles und jeden darauf platt machen. Ob das, ob man da vielleicht irgendwie was findet, aber... Eine Nilfahrt, die ist schön, eine Nilfahrt, die ist lustig, tralali, tralala. Wow, was? Okay. Die Handtasche habe ich wohl verärgert. Na ja, okay, gut. Also, warte mal. Ah, da ist gleich ein Schnellreisepunkt. Na, wunderbar. Na, wunderbar. Okay, hier ist das auch nochmal eine Nebenmission, aber... Oh, 30 ist 33. Ja, nee. Nee, nee. Okay. Ich frage mich, ob hier Olivenbäume wachsen. Das glaube ich nicht. Könnte ein gutes Geschäft sein. Ein Olivenhain am anderen... Die mysteriösen Morde führen hierher. Dieses Symbol ist alt. Dieser Ort stammt aus einer vergessenen Zeit. Du kannst nicht fliehen, ich bring dich um! Verdammt, wir müssen aufholen! Meldung! Nichts! Okay, gut. Da bin ich hier schon wieder irgendwo reingerannt, reingeraten. Das Ostufer, das sind so viel gut.
Apagaman Selket, o großer Prophet, wir bringen dir diese Kostbarkeiten als Opfergabe für unsere geliebte Selket. Sarkophage beschriftet mit dem Zeichen Selkets. Wie viele Tote verlangt sie? Was ist das für ein Geräusch? Stimmen? Geister? Dämonen? Ich muss den Ursprung der Gesänge finden. Okay, ja, Moment mal. Dann bin ich ja jetzt im Grunde genommen hier, was jetzt die aktuelle Quest angeht, doch so ziemlich... Oder bin ich jetzt hier falsch? Was ist die aktuelle Quest? Nee. Aber, warte mal. Ja, muss ich auch noch mal machen. Gut. Ja, gut. Egal dann. Ne, ich dachte, hier wäre vielleicht irgendwie ein Loch hier hinter oder so. Ne. Aber hier kommt er doch irgendwie durch. Hier ist doch irgendwas. Ja, aber Moment mal. Hier ist das Erkundungsgebiet. Ja, aber wie komme ich da jetzt mal hin? Okay, gehen wir jetzt erstmal hier raus. Was stimmt nicht mit dir? Ja, ich weiß das ganz ehrlich gesagt nicht, was ich da unten jetzt machen kann. Hier hinter der Wand kann man ganz offensichtlich... Also im Moment stehe ich so ein bisschen auf dem Schlauch, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. So, warte mal. Die sind doch hier unterirdisch, die drei dort hinten. Die da sind doch unterirdisch. Wie sage ich jetzt zwei solche blöden Bögen? Na, egal, scheiß auf. Oh, warte mal.
So, was haben wir jetzt hier? Weg damit. Weg damit. So. Aber irgendwie... Verdammt, du bist kein schöner Anblick. Oh, und riechen tust du auch nicht gut. Hey, was? Stirb, du Sack! Ach, Kacke. Ey, wie funktioniert das nicht so mit dem Attentat? Gut. Na, dann kommen wir raus hier. Gut. Okay, warte mal. Aber wo ist jetzt der Höhleneingang? Um da reinzukommen. Das sind aber Garantie die Leutchen, die die Gesänge da von sich geben. Warte mal. Ne, ich dachte eben gerade, ich könnte mich durch durchzwängen. Nee. Keine Ahnung, Leute. Okay, aber jetzt wollen wir auch erstmal den Schnellreisepunkt hier nochmal. Merkwürdig. So, warte mal, wo ist denn jetzt hier eigentlich der Schnellreisepunkt? Da oben auf der... Oh, das wird wehtun. No. Was ist das? Wer da? Ich bin bewaffnet. Ich werde dir so sehr wehtun, dass die Götter Lieder über deinen Schmerz singen werden. Bleib friedlich, mein Freund. Ich bin doch nur neugierig. Es ist kaum noch etwas von Wert übrig. Die Schakale haben hier schon alles leergeräumt. Ich las von einer uralten Schlacht zwischen Mahes und Ochos. War das vielleicht hier? An diesem Ort hier starb Mahes im Kampf mit Baguas dem Eunuchen und Mentor von Rhodos. Vielleicht kennst du meine Version von Ma'ani Jehuti. Nein? Macht nichts. Weißt du, was aus Mahes Schwert wurde? Das Schwert von Ptah? Das sowohl Sachmet als auch Selket heilig sein soll? Nein. Aber wie gesagt, dieser Ort wurde längst geplündert. Die Banditen sind nördlich von hier. Von dort halte ich mich fern. Danke. Da gehe ich hin. Soweit so gut. Okay. Jetzt muss ich das Banditenlager. Erreiche das Banditenlager. Aber erstmal werden wir jetzt hier. Ach. Scheiße. Hallo, du sollst da hochkrabbeln.
Okay, dann eben nicht. Mann, was für ein geiler Ausblick immer. Gut. Gut, ich beende jetzt die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Däumchen, Abo und seid das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye.